Wir sind wieder zurück bei Let's Play FIFA 15 Ultimate Team und wie versprochen spielen wir jetzt ein weiteres Spiel, aber wir werden jetzt nicht den Pokal spielen, hier den Nikolaus Cup. Der läuft sowieso nur noch 6 Stunden und ich schaff's jetzt nicht noch 3 Folgen aufzunehmen, also potenziell gesehen 3 Stunden. Also brechen wir den Cup an dieser Stelle einfach mal ab. Ist ein bisschen blöd gelaufen, ich weiß, aber wir haben jetzt einen Neuzugang hier, einen Prominenten, und zwar Arjen Robben. Oh yeah. Und außerdem habe ich noch den Hünteler der Woche gekauft. Den Jan-Klaas Hüteler, der ist ja, glaube ich, im aktuellen Team der Woche, ist der, glaube ich, immer noch drin, ne? Ja, doch, es war noch nicht Mittwoch, also ist auch noch kein neues Team der Woche draußen. Ja, ich wünsche mir übrigens fürs neue Team der Woche dann, also für Mittwoch, Alex Meyer oder Seferovic. Das an dieser Stelle mal an EA. Liebe Grüße, Meyer oder Seferovic. So, da musste ich nochmal kurz unterbrechen, aber jetzt geht's weiter mit FIFA 15 Ultimate Team und wir starten jetzt einfach mal das Spielchen. Bevor ich mich hier weiter festquatsche, nachdem wir ja vorhin schon ein kleines Pack-Opening hatten, geht's jetzt hier wild weiter gegen einen Club, der das Sporting Lissabon Logo als Vereinswappen hat. Ich bin sehr gespannt, das könnte mitunter ein sehr lustiges Spiel werden. So, und Steps to Success heißt der junge Mann. Und er spielt mit einem britischen Team, mit einem englischen Team, mit boah, relativ schnellen Spielern, also vorne vor allem. Ja, hat da relativ fixe Spieler. Und Sterling auf den Außen und Young auf den Außen. Alter Schwede. Das könnte eine schwierige Aufgabe werden, auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt Arjen Robben. Und ich habe zwar nicht die Hoffnung, dass mit Arjen Robben jetzt alles besser wird und ich jetzt jedes Game gewinne. Oh, die Verbindung zum Gegner unterbrochen. Das ist schön. Ich habe jetzt nicht die Hoffnung, dass ich jedes Spiel gewinne mit dem mit Arjen Robben, aber naja. So ein bisschen Hoffnung hat man ja dann schon, ne? So, suche Gegner. Ich glaube, wir haben einen gefunden. Das geht ja schon mal relativ fix im Moment. Das ist ja schon mal toll. So, dann spielen wir jetzt gegen den Gegner mit dem Holland-Logo. Und einem schwedischen Trikot. FCIF, das klingt nicht gut. Ah, okay. Gut, das geht ja noch. Sturridge, Lukaku, Frank Lampard. Haben wir da. Dann haben wir auf den Außen noch diesen einen Spieler, dessen Namen ich immer vergesse. Eriksen ist es nicht. Oh, er hat Onua in der Abwehr. Okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Hier im Santiago Bernabeu. Ja, auf geht's ins Stadion rein. Das Spiel beginnt. Guck mal da unten. Warte, guck mal hier. Arjen Robben, Alter. Arjen Robben, Alter. Oh, oh. Ich sollte mich vielleicht nicht zu sehr freuen. Ne. Boah, Götze. Boah. Übel. Gleich mal eine gelbe Karte hier. Aber die ist auch mehr als verdient. Ja, gelb für Onua, das muss sein. Also, so kannst du da nicht reingehen. So, Hummels mit dem Freistoß. Und Robben. Und Robben. Und Robben. Ah. Wie ich das jetzt schon wieder liebe. Dieses in die Mitte ziehen und dann mit dem linken Fuß. Das ist einfach nur Bombe. Robben? Alter. Unterhält er sich dann noch, weißt du? Das finde ich nicht gut, ne? Ah, und gelb für unseren Verteidiger. Boateng war das, glaube ich. Also ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen. Ja, gibt gelb für Boateng. Gleich mal in den ersten 10 Minuten 2 gelbe Karten. Das riecht nach einem heißen Spiel, nach einem richtig üblen Spiel. Und Reus. Darf man natürlich bei all dem Robben, dem Robbenismus jetzt nicht vergessen, wir haben auch noch Marco Reus, ja. Auch ein grandioser Spieler, haben wir nicht. Und er ist weg. Vater unser im Himmel. Hüpf. Sehr schön, Götze. Und Robben. Ach, verdammt. Na, komm, 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 Robben. Bleib dran. Robben! Ah. Na, dranbleiben, komm, Reus. Geh dran. Wieso geht der denn nicht dran? Junge! Boah. McGeady. Ah. Den haben wir. Ja. Ah, mal Glück, glaube ich, dass er Freistoß pfeift. Ich weiß nicht, ich glaube, eigentlich war das jetzt kein Foul von ihm. Super. Und Götze. Und Robben. Und Robben.
Und Robben. Boah. Na? Schön von Alaba. Hat er sich gar nicht abkochen lassen. Hui, da ist niemand. Da war leider niemand. Boah. Na, den müssten wir eigentlich haben. Scheiße. Hummels. Super. Hummels ist zwar nicht schnell, aber dafür zweikampfstark. Schön gespielt. Na. Und Götze. Oh mein Gott, bisschen leiser, Mann. Das ist schon wieder so übertrieben laut. Ist auch nicht, was da im Moment los ist. Mein Headset immer so laut eingestellt ist. So, schönes Kombinieren hier. Wunderbar. Und Hüntela, erstmal Ball abschirmen. Und Lahm. Oh. Robben. Oh. 1-0. Sauber. Aber ich glaube, es hätte eh Elfmeter gegeben, ne? Erstes Tor von Arjen Robben im Trikot de Frankfurt. Oder Trikot de Kühnhut. So, bricht das jetzt schon wieder ab, oder was? Ach komm, das wäre doch scheiße. Ach komm, das nervt doch. Ach Mann, das ist doch nervig, ey, ganz ehrlich. Dieses blöde Abgebreche da andauernd, ey. Ich breche auch bald ab. Na gut, wir haben immerhin 6 Punkte bekommen, das ist natürlich wunderbar, aber dass das immer abbricht, nervt. Weil ich halt gerne mal ein Spiel durchspielen würde, das ist halt mal echt das Ding. So, hier, jetzt müssen wir einen Vertrag für Huntelaar geben, obwohl der eigentlich gar kein ganzes Spiel gemacht hat. Naja, okay. Gut, probieren wir es nochmal. Auf ein neues. Naja, immerhin hat Robben mal das erste Tor geschossen, wie gesagt, ich glaube, es hätte sowieso 11 Meter gegeben. Schätze ich jetzt einfach mal. Mal gucken, ob wir einen Gegner finden. Ist ja auch immer so eine Geschichte. Na komm schon. Gut, diesmal hat es scheinbar nicht geklappt. Ne. Gut, probieren wir es nochmal. Weiß auch nicht, was mit den Servern im Moment los ist. Da spackt irgendwie alles rum. Habt ihr ja vorhin auch gesehen, als wir Robben gekauft haben. Er hat es ja auch so ein bisschen rumgespackt. Da irgendwie ging gar nichts mehr. Jetzt geht gerade auch gar nichts mehr, das ist schön. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir gegen das Ultimate Team der Woche mal spielen. Ja, Verbindung zum Gegner. Irgendwas stimmt mit den EA-Servern da nicht so wirklich. Da ist was nicht ganz knusper. Komm, dann machen wir einfach ein Team der Woche-Challenge. Und zocken einfach eine Runde gegen die. Auf Legende. So, zack. Machen wir das halt so. So. Und auf geht's. Da wissen wir wenigstens, dass es hoffentlich nicht abbricht. Weil das ja eigentlich auch über die Online-Server geht, von daher, so sicher ist das auch nicht. Hä, wo muss ich denn da hinschießen? Waren wir in die Mitte oder was? Ach so, Schuss antäuschen, okay. Na gut, auf geht's. Estadio Santiago Bernabeu, Team der Woche Challenge. Auf geht's. Der Gegner mit Cardoso, mit Hüteler und Co. wird kein Zuckerschlecken. Aber hey, wir haben Arjen Robben. Huch. Boah, ey. Komm mal runter, Junge. Komm, dran gehen. Sehr gut. Super. Wunderbar. Schweinsteiger. Ah, ich wollte eigentlich noch eine Station weiter oben, weil er so schön gestartet ist gerade, aber naja. Habe ich. Alles gut. Ah, der Pass vom Pisscheck war nicht gut. Ich wollte ihn eigentlich so ein bisschen unten rum. Quasi an der Linie entlang gezogen, aber das hat jetzt nicht so wirklich funktioniert. Oh, schön gespielt. So, und Schweinsteiger. Sehr schön. Schweinsteiger. Hüntelaar. Und da unten. Oh, Wahnsinn.
Schade. Ja, der Iron Robben, der gefällt mir. Das ist ein Superstar, den wir da jetzt mal haben. Oh. Nein! Da habe ich mich wohl verdrückt. Alter. Krass. Ah, Hünteler. Komm, Götze, den muss er irgendwie kriegen. Ne, kriegt er nicht. Dann Vorsicht jetzt. Schön von Boateng. Oh. Was, das war kein Abseits? Nein. Mami. Scheiße. Oh, das ist Arbeit gegen dieses Team. Na, Götze, den musst du eigentlich haben. Hat er auch. Und Hünteler. Wir haben auch den Hünteler der Woche. Nicht nur der Gegner hat den. Konnte sich da jetzt aber nicht wirklich durchsetzen. Schade. Zu früh gegrätscht. Tobias. Saustark von Boateng. Puh. Ah, den haben wir getroffen. Bisschen unter Druck setzen da vorne. Ah, leider macht nicht die ganze Mannschaft mit. Boah. Ah, das war schön gespielt. Aufpassen. Cardoso. Ah, der Flanke ist gut. Aber nicht gut genug. Ach, Reus, der war zu steil für den Hünteler. Der ist nicht schnell. Also Hünteler ist kein, ich sag mal, kein mitspielender Stürmer. Ist eher so der Ballverwerter. Ist halt kein Lewandowski bei Boateng. So. Gucken, Reus da oben mitnehmen. So, Götze geht jetzt erstmal. Und dann geht Reus. Hünteler. Flanke an sich war gut. Nicht genau genug, aber war okay. Komm, haben wir. Haben wir. Hammer. Das ist wohl der Hammer. Das ist wohl ein Radarhammer, was? Wähler. Der entscheidet auch immer über die politische Lage in seinem Bundesland. Das ist ein Wähler, verstehst du? Egal. Scheiß drauf. Benat. Oh, gut gespielt. Wähler. Kein Abseits. Vorsicht auf. Doch, Abseits. Okay. Alles gut. War Abseits. Der Schmusch schießt sich das sehen. Jetzt spießt Reus hier den Abstoß. Oder Hünteler schießt. Naja, scheiß drauf. Guck mal, ob Robben da unten Bock hat zu gehen. Ja, er ist interessiert. Auch sehr interessiert sich den Ball zu. Alter, was geht mit Klitschi? Alter, was geht mit dem Jungen? Weißt du, er hält da und zieht und macht alles hier. Das ist ja unglaublich. Okay, Vorsicht. Taubin. Ah, kannst du mal bitte die Brötchen da vorne auftauben? Lustig. So, Eckball, Abstoß. Tralala. Sehr schön. Weidenfeller und Alaba. Versuchen wir durch die Mitte ein bisschen zu gehen. Schweinsteiger, Hünteler. Und unten ist Robben. Yo! Schade. Oh, es gibt Eckball. War nur einer dran. Schweinsteiger. Und Hünteler. Ja, gut rausgespielt auf jeden Fall. Da müssen wir hinterher. Aber nicht mit Schweinsteiger. Mal. Oh. Stark. Schön gemacht. Und schnell weiter. Ah. Ja, ist das, was ich meine. Also Hünteler kann sich schon durchsetzen. Aber er ist halt nicht so der mitspielende. Oh, Paul, ja. Ist halt nicht so der mitspielende Stürmer, sag ich mal, der jetzt voll die Pässe gibt und voll die Passstaffetten und was weiß ich nicht alles. Das ist jetzt nicht so sein Ding. So, Fernandes. Mit dem Abstoß. Eckball. Freistoß. War nicht gut getreten. Das kann ich ja auch. Schön. Und lahm. Ah, Robben ist da gegangen. Hm. Ach, nee. Aber ich glaube, bis jetzt spielen wir ganz gut. Lassen wenig zu. Lahm und schön.
Ah, da kommt der Ariel nicht ganz dran. Alarm ist da. Ball ist draußen. Okay. Einwurf für die Burpen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt geht's hier im Schnellpassspiel. Und Hüntelaar. Na, Vorsicht. Schön aufgepasst. In der letzten Minute quasi. Sekunde. Und Robben. Nee, Götze ist das. Götze. Na. Schön. Ach, musste Robben aus dem Abseits zurückgehen. Schade drum. 0-0 zur Halbzeit zwischen Team der Woche und FC Kundehut. Boah. Soweit ein ganz munteres Spielchen, muss ich sagen. Wir haben eine Chance gehabt, die Gegner hatten 60% Ballbesitz. Ja. Okay. Wie gesagt, ist bis jetzt hierhin ein ganz munteres Spielchen. Ich denke, wir schlagen uns jetzt nicht so schlecht. Der Pass ist super. Ja. Robben nochmal in die Mitte. Das Tor. Der kleine Philipp auf den Spuren von Lionel Messi. Zumindest von der Größe her und dann noch ein Kopfballtor. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Super platziert der Kopfball von Philipp Lahm. Und gleich mal nach der Halbzeit hier ein Zeichen gesetzt. 1-0. Für den FC Kundehut. Hoha, hey. Kommt aufgehen. Super. Nicht zu viel Raum geben, nicht so viel Platz geben. Dann läuft das. Boateng ist da. Super. Schön. Hüntelaar. Ah, da muss Lahm eigentlich hin. Er hätte Lahm hingemusst. Das war nicht gut. Vom kleinen Philipp. Ah, die Grätsche war dumm. Grätsche war dumm mit Pisscheck gerade. Haben wir. Super geklärt. So, Josip Drimmitsch. Ein aus der Bundesliga. Oh. Kommt ins Spiel. Und Marco Reus. Schön. Und hinter da. Und oben. Guck mal, wer oben geht. Robben. Ah. Da dachte ich mir, ach komm, schöner Pass in die Mitte. Elektro-Titte. Nee. Dachte ich mir nicht. Und ganz unten. Kommt der. Ja, oh, der kommt. Sehr schön. Ah, die Flanke. Nee, die Flanke war nicht gut. Ah, ein bisschen unter Druck setzen. Nee, war zu spät. Hätte ich gesagt, wenn wir ein bisschen unter Druck gesetzt hätten, wäre er vielleicht ein bisschen schwitzig geworden. Das kann er ja beim Computer ganz gut machen. Die tun den Ball ja dann relativ schnell klären. Aber nicht an dieser Stelle. War nicht gut. Oh, jetzt spielen sie aber hier richtig schön. Muss einer ran. Da muss einer ran. Tor. Ja, Josip Drimmitsch. Das war dann doch zu einfach. Wie die da hinten durchgekommen sind. Also, durch unsere Abwehr. Ja. Lahm. Keine Anspielstation für Lahm. So, das war auch mal schön gespielt, aber Hüntelaar. Moment. Nee. Macht Johnson gut. Okay, meine Spieler gehen halt auch alle drauf auf einmal. War jetzt nicht so geil. Stark von Alaba. Ach Mann, was wollte ich denn da machen? Ich wollte den Ball irgendwie klären. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Vorsicht. Schön. Pisscheck, super. Und Robben. Hat Platz, hat Zeit, hat Raum. Das Beste, was einem Robben passieren kann. Schön. Nein! Och komm! Och Menno. Och Menno. Fand ich jetzt nicht so toll. Freunde. No, jetzt bin ich traurig. Ah, Vorsicht. Ach, Mann, schon wieder so eine dumme Grätsche. Lahm ist schon wieder tot. Jetzt muss man gucken, vielleicht werden wir Lahm, auch wenn er jetzt heute das Tor geschossen hat. Ich glaube, wir werden Lahm dann doch auf kurz... Nein, nicht durch die Mitte. Mann!
Wir werden Philipp Lahm dann doch auf kurz oder lang durch Gündogan ersetzen, weil der ist von der Kondition her einfach zu wenig. Das ist das Ding. Der ist zu wenig. Hat nicht genug Kondition, um die Laufleistung zu erbringen, die ich brauche. Also mal gucken. Soll da vielleicht doch eher Gündogan reinbringen. Den Dortmunder. Super. Und Hüntelaar. Und gleich weiter auf Robben, aber nicht weit genug. Ja. Nicht so geil. Von Arjen Robben. Ach, von Arjen Robben sag ich schon, von Hüntelaar. Jetzt haben so viel Holländer hier. Zwei Stück. Na, oh, scheiße. War keine Absicht. Wollte ich nicht. Sorry. Und Schweinsteiger. Und Reus. Nee, das hat Zirner gerochen. Was ich da vorhab. Oh, Alaba. Lässt sich da voll verladen. Kein Abseits von Drimmitsch. Aufpassen. Ja, das gibt's nicht. Boah. Boah. Noch nicht geklärt. Jetzt ist er geklärt. Och, Hüntelaar, komm. Also ich schwärme immer so über den und wenn wir dann on-air spielen, klappt gar nichts. Jetzt aber. Das war eine klasse Abwehraktion von Johnson. Naja, also Ball war da jetzt nicht mehr dabei. Hätte man eigentlich pfeifen müssen. Mit einem Freistoß ahnden, meine Freunde. Ja, Hüntelaar ist nicht schnell genug. Okay, Fernandes. Ah, früher Gretchen, Tobias. Ach, gibt's nicht. Benner. Flanke kommt. Piszczek. Und Weidenfeller. Und nochmal hoch, komm. Schlussoffensive. Unser. Was? Zähl mir doch keinen. War doch unser Bällchen hier. Das will ich nicht erzählen. Jetzt aber. Ja, oh. Schön. Ah. Ja, schön. Tosic. Oh. Ich krieg die Pille da hinten gerade nicht mehr raus. Also. Ne? Da ist einer verrobben, aber nee. Ist er nicht. Hüntelaar muss nur den Ball halten irgendwie. Aber er kriegt nicht mal das hin. Aber holt ihn sich. Ach, komm. Das gibt's nicht. Ich kann den nicht vom Ball... Ja, genau. Erzähl mir doch kein... Alter. Wir machen Druck gerade. Das gibt's nicht. Was für ein Luckshot. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Alter, das gibt's gar nicht. Naja, tolle Wurst. Naja, ich muss eben kurz weg, deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch, beziehungsweise für heute, für Ultimate Team. Wir hören und sehen uns dann morgen wieder, dann hoffentlich online. Bis dahin, tschüss. 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 Tschüss.